Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Forever Skies. Das letzte Mal sind wir hier in der Luft stehen geblieben, weil der Kraftstoff alle gegangen ist und den möchte ich natürlich mit euch gemeinsam auch noch wieder auffüllen, dass wir dann gemeinsam auch weiterfliegen können. Wir könnten jetzt halt auch einmal die Nahrung schnell essen, die wir beim letzten Mal aufgenommen haben. Und ich sehe gerade, dass hier was beschädigt ist und zwar nicht gerade wenig, ne? Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt suche ich schon wieder diese Reparaturpacks. Warte mal, die hast du ja in der Hand. Hier, null Gesundheit. Ist ja heftig. Da hat anscheinend der Blitz voll eingeschlagen hier. Aber das kostet halt echt viel, ne? Wenn ich da alle Dinge immer reparieren muss. Holla, da brauche ich ja einiges von diesem Zeug. So, wir waren bei das letzte Mal unterwegs. Hier vorne zu diesem... zu diesem ersten Ding hier, zu diesem roten Licht. Da werden wir jetzt halt auch hinfliegen. Mal schauen, was wir alles abgreifen können. Und Hintergrund ist ja der, dass wir zu diesem Ausrufezeichen, was wir da oben sehen, in 2,9 Kilometer Entfernung fliegen. Und tja, da müssen wir halt hinkommen. Und deswegen fliegen wir auch so die einzelnen Stellen noch ab, um zu schauen, was wir da vielleicht noch ergattern können. So, das ist jetzt wieder so ein Pflanzbaum, überwuchertes Ding. Schauen wir mal, Sekunde. Ich brauche dich bitte. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas weghobeln können. Ah, da hinten auch wieder. Schauen wir mal, noch irgendwas. Da unten, da muss ich mich reinschneiden. Das ist in Ordnung. Okay, dann denke ich, war es das. Ja. Vielleicht mache ich mir doch mal einen Glasboden. So, und jetzt runter bitte. Dass man hier wirklich was sieht, aber ich bin halt einfach schisserig, was die Höhe angeht, ne? Okay. Messer habe ich einstecken. Wie kommt man da hin? Achso, über die Wurzel hier. Mal gucken, ob ich da irgendwas auch scannen kann, aber ich glaube nicht. Ja, dich kann ich nicht. Dich kann ich nicht. Okay, dann schauen wir mal, dass wir das Unkraut hier wegmachen. Ich bin zwar nicht vollkommen fit, aber... Oh, warte mal. Ah, ich habe keine leere Flasche dabei, weil das Wasser ist mir jetzt nämlich etwas weniger geworden. Liegt an der... an dem Treibstoff, den ich hergestellt habe. Weil mit der Biomasse... funktioniert es leider nur, wenn man Wasser dazu verwendet. Ja, ja. So. Was haben wir hier? Sonnenmelone. Habe ich anscheinend schon gescannt. Mehr Dingsbums Rapsblüte. Hummerchili habe ich auch schon mal gescannt. Okay. Das heißt, wir können jetzt halt hier Obst finden und Gemüse. Ah, das muss ich von außen schneiden, oder? Gehen wir runter. Warum ging das jetzt an der einen Stelle und jetzt nicht? Oder ist es schon durch? Hummerchili, Hummerchili. Und jedes Mal habe ich mein Licht aus, ne? So, kann ich hier noch was wegschneiden? Oh, was haben wir hier? Kreuzblume. Dann nehme ich dich halt mal. Boah, bitte fall nicht runter, ey. Puh. Okay, das war's schon. Das war. Mehr gibt's hier nicht, ne? Okay.
So, wo sind wir jetzt seit hier gelandet? Ah, gibt doch mehr. Ich dachte mir doch. So, da ist nichts weiter, da geht's wieder runter. So, was finden wir denn hier? Maschinenteile immer gut. Elektrische Elemente. Dann haben wir hier, oh ja, Flicken, Dankeschön. Jetzt, wo es mir bewusst ist, ne, da, wofür man die braucht, sind natürlich wichtig ohne Ende jetzt. So, eins können wir noch nach oben gehen dann. Aber hier ist noch, glaube ich, eine Batterie drin. Jawohl, her damit. Alleine deswegen schon, ne, sollte man wirklich jeden Turm anfliegen. Warte mal. Ist das eine Leiter, die von außen? Okay. Keine Ahnung, warum er jetzt da noch hoch kann. Jetzt will ich jedenfalls wieder runter. So. Hilfe. Da. So. Jetzt muss ich. Man merkt, ne, die Angst hier runterzufallen ist groß bei mir. Jetzt muss ich hier hoch. Okay. Und da ist sonst nichts weiter, so wie es ausschaut. Moment, wo war es denn gestanden? Oder ich nutze einfach das, dann stehe ich ja auch auf dem Schiff, ne? Warum ist dein Licht wieder aus? So, Kochstation verwenden. Was hauen wir denn rein? Was ist denn das jetzt eigentlich? Kreuzblume. Empfindliche Zierpflanze dieser Art galt als ausgestorben. Schmeißen wir es halt immer rein. Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Wasser können wir hier rein tun. Dann nehmen wir mal die 20er Flasche raus. Oder was? Das kannst du gleich trinken. Das ist eigentlich ein Quatsch, das da rein zu tun. So. Das für den Biotreibstoff. Jawohl, passt hier noch rein. Batterien ist auf jeden Fall gut. So, ich bin natürlich noch nicht sortiert, aber was will man anderes erwarten, ne? So, gehe ich jetzt nochmal zurück und hole Wassermine. Ich könnte eigentlich, wenn dann, mir noch so Dinge hier machen. Es sind nur 14 drin. Halt, falsch hier. Die sind ja schnell fertig. Sprinting completed. So. Angekochte Kreuzblume bitte. 10 Energie bringt mir die. Okay. Weiß nicht, ob sich das dann lohnt, wenn man das. Ja. Keine Ahnung. So, einmal hier drauf, einmal da drauf. Wasser immer laufen lassen, ne? Nicht, dass man doch immer blöd dasteht. Das Wetter gefällt mir jetzt schon wieder gar nicht. Aber was will man machen? So, das schaut mir aus, als wären da Berge. Vielleicht müssen wir auch um diese Berge rum. Wieder die falsche Taste, ne? Dann fliegen wir dahin. Würde ich sagen, ne? Klappern wir die jetzt so nacheinander ab. So, jetzt warte mal. Ja, stimmt, wir sind nicht von denen gekommen, wer jetzt gerade überlegt habe. Bisschen runter. Wunderbar, dann haben wir eigentlich erst ein Kupfer uns gleich geholt.
Da müsste ich vielleicht noch ein Stück vorfliegen, oder? Probier mal, was geht. Aber ein Stück vorfliegen müssen wir auf jeden Fall. Vielleicht auch ein wenig runter. Yes, eigentlich ist ein Glas und Metall. Da komme ich nicht hin, ne? Obwohl ich's sehe. Ah, vielleicht hier? Boah, das ist an so einem ganz blöden Punkt, ne? Okay. Und jetzt fängt es schon wieder das Stürmen an. Ey, das macht mich narrisch in dem Spiel. Schauen wir, ob wir da noch was zerlegen können. Und ansonsten sehe ich jetzt nichts. Okay. Ich muss das mit dem Ding hier mal anders machen. So, wir sind geankert. Ich warte jetzt mal wieder, bis das Gewitter vorbei ist. So, das Gewitter ist jetzt auch endlich mal vorbei. Es hat sich Zeit gelassen. So, ich brauche gerade mal ein paar Maschinenteile. Ich bin mir bloß nicht sicher, wie viele ich davon habe. Moment, mal ganz kurz schauen. Jawohl, Maschinenteile haben wir genügend. Jetzt braucht man noch die Helium. Das habe ich mir nämlich gleich mal vorbereitet, dass ich das nicht wieder vergesse. Ich bin ja alter Vergesserling, ne? Das ist echt schlimm. Genau, dich kann ich nochmal kochen. Dann kann ich das da essen. Gut. Ist das Wasser durch? Das Wasser ist durch. Hier ist wahrscheinlich auch schon wieder Wasser durchgelaufen, oder? Jawohl, wunderbar. Können wir das gleich wieder zum Filtern geben. Dann passt das so. Helium, habe ich gesagt. Helium habe ich irgendwo hier. Jawohl. Zack. 5-mal Helium. Und dann würde ich sagen, machen wir ein kleines Baudingsi. Und zwar hinten dran. So. Baumenü. Ballon vergrößern. Jawohl, und kann ich sogar nochmal vergrößern? Nee, da fehlt einiges. Aber jetzt müsste ich auch die nächsten Turbinen noch mit anbringen können. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Weil wenn der Ballon jetzt größer ist, müsste das ja... Mal tun wir die Teile gleich da wieder rein. Dann müsste das doch funktionieren, oder nicht? Ah, okay, es steht da Position blockiert. Das heißt, es könnte passen. Ich habe echt so Schiss, immer hier runterzufallen. Ich weiß, das sage ich jedes Mal. Okay, null Gesundheit ist natürlich nicht schön. Ich habe natürlich genau das Ding rausgeholt, was kaputt ist. Mal die anderen gleich angucken. Benötigt keine Reparatur, das ist doch schon mal schön. Wie sieht es mit dem Motor aus? Der hat noch seine 90%. 90%. Benötigt auch keine Reparatur. Okay, bei 90% ist denke ich, Verschwendung, wenn ich das mache. Und 40%, also ich denke, dass das noch in Ordnung ist. 37 ist ein wenig wenig, ne? Dann machen wir das zumindest hier. Dann sind wir auf 87. Machen wir das schon mal. So, zerkochte Mahlzeit. Lass dir schmecken. Gleich noch ein Wasser trinken, gleich Wasser auffüllen. Und gleich die nächste Kugel rein. Ist echt schlimm. Wenn man da einmal anfängt, sich darum zu kümmern, dann... So, komm.
Schlaf schneller. Passt schon. So, dann können wir uns noch mal einen verkochten Mampf reinhauen und können noch einen Schluck Wasser trinken und dann sind wir doch eigentlich bereit, dass wir gleich wieder losdüsen, würde ich sagen. Warte mal, was hast du jetzt einstecken? Unnötiges Zeug. Okay, geht da noch was rein? Jawohl, super. Dann haben wir Flaschen mit Schmutzwasser. Jawohl, dann können wir nämlich die große Flasche hier mitnehmen. Die zwei kleinen würde ich sagen, lassen wir da. Ja, die zwei kleinen lassen wir jetzt mal da. Das Helium können wir noch raustun. Wäsch mit dir. Und dann haben wir Wasser für unterwegs und eben auch eine leere Flasche, um Wasser zu sammeln. So, gucken wir mal. Was finden wir eventuell hier? Ein Stück Stoff, was zappelt. Aber hier ist nichts weiter. Das war nur das Kupfer. Da unten sehe ich auf jeden Fall Heliumflaschen. Also auch schon mal gut. So. Ach so. Jetzt habe ich mir gedacht, warum nimmst du es nicht? Ich war nicht nah genug dran. Mach dein Licht gleich wieder an. Ich weiß gar nicht, wann ich immer das Licht ausmachen soll. Ich drücke eigentlich nur auf die Taste F. Vielleicht geht aber auch die Lampe automatisch aus, weil batterieschwach oder was weiß ich. Habe ich noch nie drauf geachtet, ganz ehrlich. Oh, yes, Datenkarte. Wandlampe, benötigt Schiffsarbeitsplatz. Ja, toll, keine Ahnung, wo das jetzt steht. So, dann haben wir noch zwei davon, drei davon. Ansonsten nichts. Na gut, dann haben wir das. Jetzt auch hochgehen können. Nee, Quatsch, wir wollen ja noch eigentlich weiter runter, ne? Aber da gibt es nichts mehr. Gibt nichts mehr. Da drüben vielleicht noch Batterie. Der Turm ist genauso aufgebaut wie der andere, ne? Ja, ich habe schon gemerkt, dass du ins Wanken kamst. So. Batterie hier rein. Das Wasser werde ich dann später wieder trinken. Die zwei Leiterplatten können wir reintun. Was war das nochmal? Wie viel? Drei, glaube ich. Drei Leiterplatten waren das. Für das Ding. Nee, Transformatoren. Und da haben wir nur zwei, leider. Okay. Ganz kurz wegen dem Sprit mal gucken. Ich habe hier in jedes 100 rein. Mal gucken, wie der gereicht hat. 88, der hält wirklich um einiges länger, muss ich sagen. Wow. Okay. Heliumflaschen. Ihr kommt hier mit rein. Und die Elektrobauteile tue ich jetzt halt da rein, wo Platz ist. Und ich könnte mal gucken, ob ich. Nee, ich habe jetzt kein Material einstecken. Wir fliegen weiter. Wir fliegen weiter und zwar. Wir müssen quasi jetzt halt fast wieder umdrehen, ne? Also, erst einmal nach oben bitte. Dann müssen wir einmal wirklich komplett wenden. Oh, das war zu weit. Dahin. Das ist unsere nächste Station, das rote Blinkelicht und danach das helle. Und über die Berge, um die Berge müssen wir mit Sicherheit rum, weil das zieht mir ein bisschen zu hoch aus. War wieder ein schlauer Spruch, ne? Hoffentlich finden wir hier irgendwas Vernünftiges. Das scheint mir ein einfacher Sendeturm oder sowas zu sein.
Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal nach unten. Weil dann können wir nämlich dieses Gebäude hier befreien von seinen lästigen Glasdingern. Vielleicht ein bisschen näher. So. Ja, da werde ich mir auch bald mal einen zweiten bauen. Dass ich den nicht immer auf- und abbauen muss. So, gib mir Glas. Können wir die Container hier noch? Das müsste. Was war das? Kunststoff oder Synthetik? Okay. Ansonsten ist nichts mehr. Okay. Hier sehe ich jetzt auch nichts. So, ich kann das Schiff einfach noch nicht abschätzen, ist das Problem. So, dann bitte runter. Okay. Müll. Vielleicht haben wir hier Kunststoff. Nein. Da irgendwas? Nein. Doch, da haben wir Plastikmüll. Mal her damit. Der stackt wenigstens. Ich habe schon wieder das Licht aus. Nicht mitbekommen. Bestimmt habt ihr mir das schon mal reingeschrieben, dass man das, dass das halt Akku verliert oder sowas. Und ich bekomme das nicht mit. Oh je. Oh Gott. Hilfe. Uff. Da kriegt man es aber mit der Angst hier zu tun, ey. Flicken. Irgendwas noch anderes Nützliches außer Flicken finden? Ah, eine Datenkarte. Schwerlastregal können wir jetzt bauen. Stimmt, ich wollte auch mal gucken, ob wir unser Schiff ausbauen können noch. Ob das jetzt halt ein bisschen mehr trägt. Hast du das übersehen, ja? Ist das übel. So, Wasser kannst du mitnehmen. Okay. Irgendwas übersehen? Nein. Doch da. Nochmal drei Kunststoffdinger. Warum kannst du das nicht nehmen jetzt? So, aber ging es da nicht noch irgendwo anders hin? Ist nur das, ne? Na komm, halte ich fest und krabbel hoch. Und da drüben könnte noch was sein. Da, genau, da ist noch eine Leiter. Da können wir uns bestimmt eine Batterie holen, da oben. Ja. Na, nimmt jetzt das Ding. Danke. So, kann ich da auch schon raus? Ja. Gut. Das war ja schnell. Das war ja richtig schön schnell jetzt. Ja, ein bisschen was an Beute haben wir gemacht. Auf jeden Fall.
Aber nicht die richtigen Bauteile, ne? Das da. Da haben wir Sprit. Kunststoff brauchen wir da nicht reintun. Die Batterie kommt hinten rein. Irgendwie recht nett, muss ich sagen, wenn man da so von Turm zu Turm hüpft. So, und dann so die Dinge zerlegt. Das finde ich cool. Das hat mir auch echt leid getan, als ich das dann mal eine Zeit lang nicht spielen konnte. Aber tja, so ist es halt, ne? Gut, dann kommt ihr jetzt halt. Ne, der Kraftstoff nicht, die Batterie, der Plastik. Dich trinke ich dann später. Essen kommt drüben bei der Küche rein. Jawohl, leider braucht es auch immer einen Platz. Und der Sprit, den tun wir natürlich dann drüben rein. So. Warte mal, das ist synthetischer. Naja, gut, den werde ich schon auch irgendwann aufbrauchen. Aber solange ich jetzt halt hier diesen Bio habe, ist der doch nicht schlecht, oder? Da habe ich auch noch drin. Warum ist das da drin und nicht dort drin? Okay, weil nicht alles reingepasst hat, alles klar. Dann lassen wir das da. Dich nehme ich mit. Dich tue ich raus. Kistengeschichte. So, wir könnten mal probieren, ob wir. Dafür brauche ich aber wahrscheinlich Metall. Ich nehme mal das da raus und das da raus. Boden. Metallboden. Okay, wir können ausbauen. Das ist natürlich schön. Dann können wir vielleicht sogar das nächste Mal probieren, ob wir hier vorne noch zwei so Dinge hinsetzen, zwei so Würfel hinsetzen. Wobei ich das nicht einmal so schlecht finde, wenn ich hier rausgucken kann und so beim Fliegen. Na, muss man schauen. Aber würde ich sagen, machen wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Alles klar. Leute, wenn euch der Part heute gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Kommentare da lassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.